Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Astroneer. Wir sind bereits im 41. Teil. Ich hatte ja noch gesagt, den 41. Teil wird es auf jeden Fall noch geben. Ja, hier sind wir auch. Gemischte Gefühle bei Astroneer. Also, ich habe mir das genau überlegt. Wir sind jetzt ja schon hier, haben auf dem anderen Planeten schon eine ganze Zeit unsere Basis aufgebaut, haben die Tunnelsysteme bisschen durchforst, haben festgestellt, dass wir mit Forschung dementsprechend so riesig viel nicht mehr bewegen können. Haben jetzt hier dementsprechend auch Grundmaterialien, dass wir halt alles machen, tauschen oder tun könnten. Wie gesagt, mit den Forschungen hier funktioniert leider nicht mehr so sonderlich viel. Es würde vielleicht noch ein oder zwei Raumschifftypen geben oder irgendwelche Wracks geben, die man halt untersuchen könnte. Von neuen Tierbegegnungen wüsste ich so auch nichts. Das heißt also von was anderes wie diese Gift und Piker und diese Fallen, die von der Decke hängen und sowas. Das ist halt das alles, was standardmäßig immer vor ist. Ja, man sieht, wir haben das Lager hier auch schon fast wieder so weit ausgebaut, dass wir hier die Grundsachen dementsprechend wieder an Bord haben. Ne? Man sieht hier, ich habe Lagereinheiten hingesetzt. Wir haben Mats in allen Formen dementsprechend da. Und der Entschluss ist, jetzt natürlich nicht das Let's Play aufzugeben, aber vielleicht eine kleine Pause zu machen. Wir müssen bedenken, dass Astroneer halt ein Programm im Early Access ist. Heißt also, das ist in der Entwicklung. Das heißt, es wird sich immer weiterentwickeln, es wird immer mehr Content dazukommen. Nicht wie bei fertigen Spielen, ne? Der berühmte Season Pass, sondern das ist einfach das Grundspiel, was noch nicht fertig ist. Es hat schon einiges geboten. Wir haben auch nicht ohne Grund hier 40 Teile machen können. Wir haben unser Weltraumabenteuer gemacht, wir haben uns so ein bisschen Planetenoberflächen angeguckt, haben uns dann für exotisch hier entschieden. Der Unterschied zwischen exotisch hier und unserem alten Planeten, den wir hatten, war ganz einfach nur, dass wir hier die Sachen überirdisch finden, die wir bei dem normalen Planeten unter der Erde hatten und umgekehrt halt. Das heißt, hier müssen wir für die normalen Sachen nach unten und die Metalle sind an der Oberfläche hauptsächlich. Wie wir hier zum Beispiel sehen, wenn ich jetzt hier rüber marschiere. Hier haben wir dementsprechend Titan. Da hinten sehen wir einen der Standard-Giftig, sag ich mal so. So einen können wir hier nochmal unterbuddeln. Und da hätten wir schon das nächste Forschungsteil. Also so wird es weitergehen. Der Punkt ist jetzt bloß, wenn ich jetzt, wenn wir halt jetzt immer weitermachen, ne, die Forschung, okay, die musste ich natürlich jetzt ein bisschen ausbuddeln. Die sehen teilweise auch ein kleines bisschen anders aus, aber das Einzige, was wir rauskriegen momentan, sind Materialien. Also auch in dem Bereich geht es nicht weiter. Heißt also auf gut Deutsch nichts anderes, wie dass keine weiteren Bauoptionen da sind. Wir haben vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten gehabt, die wir hätten bauen können, aber wie gesagt, wenn ich jetzt hier forschen, ich forsche jetzt hier und es wird nichts passieren, außer dass da Material rauskommt. Ne? Da seht ihr jetzt, Titan ist es jetzt in dem Fall gewesen. So dementsprechend wird es mit allen anderen Forschungsvarianten dann halt auch sein. Wir lagern das jetzt hier ein, wir geben die Basis jetzt nicht auf und nichts, sondern sobald wir halt patchmäßig wieder irgendwas haben, werden wir dementsprechend dann wieder loslegen und auch dann dementsprechend dann an der Stelle weitermachen. Kommt jetzt gerade ein Sturm? Oder wie sieht das aus? Ne, sah nur so aus. Wie gesagt, wir haben eine Höhle gefunden. Die Höhle war aber hauptsächlich ein Irrgarten, sag ich mal so. Was hier natürlich sehr schön ist, ist der Farbverlauf. Man sieht selber, ne, wir sind jetzt im lila Hintergrundbereich. Das geht in Blau, das geht in wunderbaren Gelbton über. Also das ist schon optisch auf jeden Fall ein etwas anderer Anreiz sozusagen wie die ursprüngliche Welt. Auch diese Pflanzenteile hier sehen ein kleines bisschen anders aus. Ja, aber im Groben und Ganzen, ne? Ja. Im Groben und Ganzen nichts viel Neues, ne? Das ist es halt. Wir können jetzt hier noch ein bisschen buddeln. Wenn wir so eine Pflanze hier umlegen, dann sehen wir, ne, darunter haben wir wieder eine Forschung. Auch die Forschungsteile, teilweise sehen die anders aus, teilweise sind die gleich. Wir können also jetzt hier alle Pflanzen unterbuddeln und wir haben hier bei uns in der Umgebung hier sehr, sehr viele davon. Sogar ein paar, die hier so ein bisschen rumwedeln. Aber im Endeffekt würden wir nichts anderes da rauskriegen wie weitere Mats. Ne? Also, stopp, ich wollte das noch aktivieren hier. Ich werde auch das hier aktivieren und auch da werden wir jetzt nichts Neues erforschen. Ne? Seht ihr, da haben wir die
Kohle, die dabei rauskommt. Das heißt also, alle Bäume hier bieten uns mindestens eine neue Einheit von was, was wir, ne? Ich habe zum Beispiel auch noch nichts groß gefunden, was jetzt zum Beispiel mit Lithium zu machen ist oder sowas. Wahrscheinlich die Energiebatterie-Geschichten oder sowas in der Richtung. Könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt, es ist ein Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch immer noch sehr viel Spaß macht, aber momentan macht man halt im Prinzip immer das Gleiche. Deswegen seid nicht böse, wenn ich jetzt sage, okay, die 41. Folge hier, die ist vielleicht auch ein bisschen kürzer wie die anderen, weil ich, wie ihr seht, ich hüpfe aufs Lager rum, habe ein, zwei kleine Forschungsteile hier angeklickt. Es geht dann einfach darum, dass man halt für ein Let's Play auch mal ein bisschen mehr braucht. Das heißt auch mal, ne, wie gesagt, da ist die nächste Forschung drunter. Da haben wir sie freigelegt, da können wir sie anklicken. Auch die sieht tatsächlich mal wieder ein bisschen anders aus, wie das, was wir vorher hatten, aber... Oh, ich habe sie daneben geschmissen. Ne, ich stecke sie oben drauf. Momentan läuft jetzt gerade keine Energie. Jetzt geht der Solarzellenblock auf, jetzt geht es wieder los. Ja, man fährt halt mit dem Fahrzeug rum, man findet eine Höhle, man klettert durch die Höhle, man findet da ein paar Sachen, die man vielleicht nicht gesehen hat, buddelt ein paar Sachen aus und momentan wiederholt sich das Ganze halt. Klar, wie gesagt, es ist Early Access, es ist in der Entwicklung das Ganze. Wir hoffen, dass sich da noch viel tut. Das, was wir bis jetzt, und da haben wir auch wieder nur was zum Einlagern. Wir hoffen, dass sich hier noch einiges dementsprechend tut, dass man halt... hier noch mehr machen kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welche Richtung sich das Ganze jetzt noch entwickeln wird oder was noch gemacht werden wird hier. Aber hier haben wir noch einen schönen Blick in den Sonnenuntergang und ja, damit werde ich dann die Pausenfolge dementsprechend dann beenden. Die ist etwas kurz ausgefallen, klar. Ich wollte aber wenigstens noch einmal kurz sagen, warum und was jetzt Sache ist. Ich werde auf Astronie auf jeden Fall wieder zugreifen. Sobald sich ein Patch tut, werden wir wieder Folgen machen. Wie viele Folgen das dann am Stück sein werden, das müssen wir dann sehen. Es geht einfach nur stumpf darum, dass wir halt den Spaß nicht verlieren, weil wir immer das Gleiche machen, sondern es soll sich ja auch dementsprechend dann ein bisschen was tun. Und da warten wir halt auf neuen Content und dann werden wir wieder so viele Folgen machen, wie wir mit dem Content Spaß haben, ohne dass sich das alles 20 Mal in einer Folge wiederholt und dann geht es halt immer so weiter. Ja, und dann sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis demnächst in der nächsten Astronier-Folge. Astronier wird dann auch Platz machen dann für ein anderes Let's Play, was noch dazu kommen wird. Lasst euch dementsprechend überraschen und wie gesagt, ich habe noch viele weitere Let's Plays laufen. Würde mich freuen, wenn ihr auch weiter da dabei seid, auch bei anderen Survival-Sachen. Ich habe noch Conan Exiles laufen, wir haben auch noch Force of Nature noch laufen, Landwirtschaftssimulator-Sachen laufen, mehrere Sachen. Würde mich freuen, wenn ihr dann weiterhin dabei seid und sonst wieder reinschaut, wenn und wieder reinschaut natürlich, wenn die nächsten Astronier-Folgen dann kommen. Dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.